Hallo ihr Lieben, wie versprochen, hier mein Abendroutine-Video. Für alle, die meine Morgenroutine nicht gesehen haben, den Link verlinke ich euch unten in die Infobox. Und ja, ich zeige euch jetzt meinen ganz normalen Wochenabendroutine-Ablauf und ich würde sagen, viel Spaß beim Zuschauen. Als erstes mache ich mir meine Haare auf, je nachdem, was ich für eine Frisur hatte. Dann kämme ich mir die Haare gründlich durch, weil ich auch oft Staub in den Haaren habe durch die Arbeit. Und mache mir einen Dutt. Zum Abschminken benutze ich immer ein Duschgel, in diesem Fall von Nivea. Wenn ich mich abgeschminkt habe, tupfe ich mein Gesicht mit einem trockenen, sauberen Handtuch ab. Um das restliche Make-up zu entfernen, benutze ich das Skin Active Gesichtswasser von Garnier. Mache ich auf ein Wattepad drauf und gehe nochmal über mein Gesicht drüber, vor allem über meinen Hals und Dekolleté. Da sammelt sich immer gut was ein, so wie hinter den Ohren. Dann benutze ich meine Nachtpflegecreme von Nivea. Die trage ich gründlich in meinem ganzen Gesicht auf. Schön in meinem Kreisbewegung. Unter den Augen klopfe ich die Creme mal so ein bisschen ein. Danach benutze ich einen Akut-Pickelstift, je nachdem. Es gibt Tage, da habe ich richtig viele Pickel. Dann gibt es aber auch wieder Tage, wo ich etwas weniger Pickel habe. Die Creme trage ich hauptsächlich auf die Pickel auf, also nur da, wo die Stellen betroffen sind. Dann putze ich mir die Zähne mit Max White Colgate Zahnpasta. Dann spüle ich nochmal meinen Mund aus. Ich muss sagen, ich schlucke immer meinen Zahnpasta runter, also zumindest wenn ich meinen Mund ausspüle. Dann benutze ich noch meine Zahnseide und zwar versuche ich sie jeden Tag zu benutzen. Klar vergesse ich das ab und an mal, aber ich muss sagen, es ist sehr wichtig, Zahnseide zu benutzen, vor allem für die Zwischenräume.
Und dann benutze ich noch mein Wimpernserum. Das habe ich mal von einer Ex-Arbeitskollegin empfohlen gekriegt. Und ich muss sagen, dadurch sind meine Wimpern richtig lang geworden und vor allem dicht. Und die fallen auch nicht mehr so schnell aus. Und ich bin echt sowas von zufrieden. Den Link dazu verlinke ich euch in den Kommentaren bzw. in der Infobox. Und ja, ich trage das auch noch auf meine Augenbrauen auf. Und zwar wachsen meine Augenbrauen überhaupt nicht. Einige von euch haben schon gesagt, beziehungsweise sich über meine Augenbrauen vielleicht etwas lustig gemacht. Ich kann leider nichts dafür, die wachsen so. Und ja, wie gesagt, da trage ich ein bisschen von meinem Serum auf, in der Hoffnung, dass die wieder voller und dichter werden. Wenn ich im Bad mit meiner Routine fertig bin, gehe ich ins Schlafzimmer, ziehe mir mein Pyjama an, beziehungsweise ziehe in diesem Fall meinen Bademantel aus. Marius und ich machen noch meistens den Fernseher an. Am liebsten gucken wir Crime. Und dann beschäftigt sich jeder immer ein bisschen mit seinem Handy. Gucken, was so den ganzen Tag über los war. Checken E-Mails. Surfen ein bisschen im Internet. Instagram und Co. Und dann stellen wir uns auch meistens einen Timer ungefähr auf eine Stunde und schlafen auch meistens beim Fernsehgucken ein. Aber bevor ich einschlafe, muss ich meine Beißschiene benutzen. Und zwar knirsche ich sehr mit den Zähnen. Und wenn ich das nicht machen würde, würde ich morgens mit dollen Kieferschmerzen und Nackenverspannung aufwachen. Wie ihr sehen könnt, schlafe ich mit drei Kissen. Eins habe ich immer unter meinen, beziehungsweise zwischen meinen Beinen und einen hinter meinem Kopf und einen unter meinem Kopf liegen. Ja, so sieht meine Alltagsabendroutine aus. Natürlich gehe ich nicht immer alleine zu Bett. Der Marius ist auch oft dabei, wenn er nicht gerade angeln ist oder sonst wo unterwegs ist. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt diesen doch gerne einen Daumen nach oben. Wie gesagt, den Link von meiner Morgenroutine verlinke ich euch unten in die Infobox. Wenn ihr kein Video von mir verpassen möchtet, dann aktiviert doch einfach die Glocke. Und natürlich müsst ihr vorher erstmal meinen Kanal abonniert haben, weil nur so kann unsere Community wachsen, beziehungsweise meine Community. Und ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!